Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. In der letzten Folge haben wir den Cosmo Canyon betreten. Wir haben Cid Highwind getroffen, den Cid von diesem Spiel, ne? Geil, aber dann ist er wieder abgehauen. Und ja, wir sind jetzt hier in der Region des Cosmo Canyons. Wir haben noch einige Sachen hier zu erledigen, aber ich würde sagen, wir machen es erst einmal dahin, ne? Weil da ist der Cosmo Canyon, dahin, das Ding, ne? Da, wo der Teleskop aus dem Gebäude rausragt, ne? Da müssen wir hin. Lass mich mal kurz meine Charaktere wechseln, weil ich glaube, ich habe mit Yuffie schon die Fähigkeit gelernt, ne? Deswegen habe ich sie, glaube ich, mitgenommen wieder. Aber ich will Eris dabei haben. Nein, ich will nicht Rick dafür rausnehmen. Ich will Yuffie dafür rausnehmen. Und ja, wir tun mal unsere Erkundung ein bisschen abbremsen, damit wir ein bisschen weiter in der Story kommen. Weil ich brauche noch Content hier für ein neues Intro. Ja. Entschuldigung, muss gerade voll aufstoßen. Ich komme gerade noch irgendwie vor so einem kleinen Clip, den ich von Genshin Impact aufgenommen habe. Deswegen habe ich jetzt Kreis gedrückt und wollte direkt rennen. Aber das funktionierte nicht so, ne? Warum gehe ich eigentlich mit dem Schokobo hier durch die Gegend? So, ich weiß nicht, wie man da oben hochkommt. Das sieht aus wie so eine Brücke, die wir erstmal finden müssen. Da gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Ne? Irgendwo wird es ja wohl einen Weg geben. Ne, warte mal, ich habe es doch, glaube ich, letztens schon. Genau, hier war das, ne? Habe ich ja letztens schon, glaube ich, festgestellt im letzten Part, ne? Dass wir einfach nur da lang müssen, ne? Dass ich schon mal auf den richtigen Weg war, aber dann wieder abgehauen bin. So, ich freue mich, wenn wir im Cosmo Canyon betreten. Ich warte schon auf die Musik. Das Lied vom Cosmo Canyon hat man ja schon ein paar Mal gehört, wenn man irgendwie, ich glaube, das ist auch Reds Thema, Reds persönliches Thema. Das Thema vom Cosmo Canyon. Da hat man schon ein paar Mal so gehört im Spiel. Dieses din 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 din. So, weißt du was, mach mal trotzdem hier das hier. Ja, schon mal hier sind. Wenn es da wieder eine Waffe gibt oder so als Belohnung. Sag mal, Shani, eigentlich willst du doch wieder auf Aponi reiten, oder? Tiefer einfach im Hintergrund im Gebüsch. Nichts seit diesen. Was willst du wissen? Nichts. Eiskalt. Verstehe. Na gut, dann muss ich wohl weiter auf Aponi reiten. Ja. Kriegen wir noch eine Waffe? Juffi. Wäre ein bisschen krass. So. Da, ich muss mit ihr darüber reden, damit wir hier starten können. Nee. Okay. Wir müssen ja noch. So, Kosmotit, Bogi-Medaille. Oh, das ist nicht so. Nicht so geile Belohnungen, aber was soll man machen, ne? So, gucken wir mal, ob das genauso einfach wird. Okay, gucken wir mal. Wie? Musik. So, aber nur so einfach wie der letzte. Wenn du gedrückt halten. So, ich muss mich daran gewöhnen, wenn man nach unten drückt, dann geht man auch nach unten. Ich habe irgendwie so Flugsteuerung, denke ich mir immer so, wenn ich nach unten drücke, dann fliege ich. Oh, wat? Da unten war was. Verdammt. Oh Gott. Habe ich gar nicht gesehen, Mann. Oh. Ah, genau den habe ich jetzt. Ah, warte, das schaffen wir jetzt aber. Ich habe den da unten mir gar nicht gesehen. Aber unter mir war noch so ein, aber da war nur ein Ring, oder?
Ich weiß nicht. Na, noch mal, wir haben nur 600 Punkte. Das heißt, ich habe so 2-3er Ringe, glaube ich. So 2-300er Ringe wahrscheinlich verpasst, ne? Und jetzt das Gitarren-Solo für das Schokobo-Thema. Frage mich, wie viele Leute dieses Lied nicht gefällt. Gott. Tut aber auch hier so. Was? Da verpasse ich irgendwas? Ja. Hey, ich habe getroffen. Ja, egal. Mach ich offscreen. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo der. So eine kleine Übung schaffst du nicht. Wenig beeindruckend. Ich hab's auch geschafft. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Dir zeige ich's. Ich hab's auch geschafft. Noch einmal versuchen. 7200? Hä, warte mal. Hä? Ich habe nur. Was? Wo muss ich denn da noch rumfliegen dann? Das wird super. Muss ich da hinten? Oh, da hinten sind auch Ringe. Aber. Wo komme ich denn da hin? Wo komme ich denn da hin? Ich folge ja eigentlich die ganze Zeit dem Weg, ne? Irgendwo muss ich dann. Ich muss dann wahrscheinlich da zum Ventilator, ne? Ist der da an? Ich habe noch nicht mal den. Ich habe noch nicht meinen letzten Platz geschafft. Ich dachte, da war der erste Platz, den ich da nicht geschafft habe. Ich bin schon gewundert, warum sie die ganze Zeit gesagt hat, oh, lief aber nicht so gut. So, kann ich jetzt hier hin? Ist da so ein Ventilator an? Der ist gar nicht an. Hallo? Hallo? Dahinter. Die Dinger, okay. Also ich darf nicht landen, ich muss einfach nur. Das ist aber gemein, ne? So, hier ist das Ziel, da musst du hin, ne? Nein. Nämlich nur auf der Schippe. Da hinten geht es eigentlich gesagt noch voll weiter. Voll gemein. Na gut. Okay, ach so, wenn ich den Controller drehe, dann. Da steht die ganze Zeit Bewegungssensor aktiviert, aber irgendwie bewege ich den Controller, aber passiert nichts. Muss er voll irgendwie nach. Ich tue den bewegen, aber passiert nichts. Vielleicht tue ich ihn nicht hart genug bewegen. So, Vorsicht! Nein. Aha. Muss er ja gar nicht hin. Na, komm, boah. Hey, okay, ich darf mich gar nicht auf die Dinger konzentrieren. Aber ich weiß nicht, ob ich dann am Ende genug Punkte bekomme, weil ich die alle überspringe. Weil ich sehe da irgendwie nur 3 Dinger da hinten. Ich habe nicht, dass ich dadurch noch irgendwie 3000 Punkte oder so bekomme. Ja, komm schon, die Quest schaffen will ich wenigstens, ne? Jetzt, wenn ich jetzt hier nicht Dings schaffe, die den Highscore oder so fortfahren möchte ich schon, ne? Okay, wir gehen einfach geradeaus weiter, ne? Tun wir nicht absinken. Dann werden wir halt ja wohl erreichen, oder? Ja. Jetzt aber komm. Gott. So, okay, da geht es noch eine ganze Ecke weiter. Sehe ich gerade. Nein, nein. Alter, warum gehst du auf einmal so? Boah. Nein. Alter, du gehst einmal in den Sinkflug, ne? Und du kommst nicht mehr nach oben. Ich dachte, das ist irgendwie so. Alter.
Ja, der erste war so einfach, ne? Und jetzt kommt das hier und ist irgendwie voll bockschwer. Okay. Ich habe auch jedes Mal, wenn ich einmal nur nach unten drücke, dann vermasse ich mir schon alles. Also ich drücke jetzt gar nicht mehr nach unten, ne? Weil irgendwie tun wir dann irgendwie voll im Sinkflug gehen. Ohne irgendwie weil ich. Und ich plane immer nur so einen kleinen Schritt nach unten zu gehen, aber die geht irgendwie so zig Meter nach unten. Ah. Ist ja wie so Crash Bandicoot Musik irgendwie. Dieser Teil so. Ah. Okay, ich sehe die gar nicht hier. So. So, gar nicht nach unten, weil ich denke mal, wir sind. Ich sehe, das sieht so hoch aus, ne? Deswegen dachte ich, ich muss ein bisschen nach unten, aber ne, passt eigentlich perfekt. So, Gott. Okay, so, darunter will ich nicht. Das ist eine Falle. Ich versuche mich hier zu fallen, zu auszutricksen. So, hier muss ich aber noch mal weitergehen dann, ne? Weil da sind auch nicht genug Punkte für den ersten Platz. Willst du denn hier 7000 Punkte kriegen? Da muss er echt alle Dinger mitnehmen, ne? Aber geht doch gar nicht. Das war gar nicht mal so schlecht. Geht bestimmt noch besser. Aber ich bin zufrieden. Bei Aponi muss man die Zügel lockerer halten. Du musst dich vor dem Start mit ihr absprechen. Etwa so. Wir fliegen jetzt bis dort hinüber. Echt? Na dann zeig doch mal wie. Würde wirklich gern von einem Profi lernen. Wie hinterhältig. Mir reicht's. Ich gehe. Herrje. Das ging wohl nach hinten los. Ich reite nie wieder auf Chocobos. Nicht seit diesem Moment. In dem meine Familie von einem Chocobo getötet wurde. Also ich raten, diese. Das ist ein Verband, was sie da am Arm hat, ne? Das vom Chocobo reiten passiert, ne? So. Gut, dann wollen wir wieder gesidetrackt. Jetzt gehen wir aber weiter. Ich kann schon mal essen. Ne. Das sah aus wie so ein Chocobo-Haltestelle-Schild. Planeten zu beschützen. Hä? Und wieso ist er dann unser Feind? Weil es ihm egal ist, was dabei mit der Menschheit passiert. Solange er bekommt, was er will. Ah, ich verstehe. Das ist eine sehr fehlgeleitete Sicht. Was wäre der Planet ohne die Menschen? Wir sollten aber nicht vergessen, dass es noch einen anderen Feind gibt. Einen, der den Planeten die Lebenskraft entzieht und uns... Ja, aber wir wissen es. Genau, ich meine Shinra. Um es mit Shinra aufzunehmen, werden wir dich und deine Kontakte brauchen. Aber wehe, du hintergehst uns. Dann knuddel und wuddel ich dich, bis dir die Luft wegbleibt. Das gefällt mir nicht. Wie ist das überhaupt nochmal zustande gekommen, dass sich Kate Sith jetzt hier uns angeschlossen hat? Ich meine, im Original war halt auch nicht besser erklärt, ne? Der hat irgendwie vor Cloud und Aeris irgendwie so eine Wahrsagerei gemacht. Und hat sich irgendwie keinen Reim drauf gemacht, hat sich gedacht, so, oh, um herauszufinden, was diese Wahrsagerei bedeutet, begleite ich euch einfach, ne? Und dann war der auf einmal in unserem Team, ne? Das war noch stumpfsinniger. Aber was war hier nochmal der Grund? Oder nicht? Hm. Gut, ist der Schokobo? Ne, ist gar nicht auf dem Weg. Ist so ein cooles Gebiet hier. Sieht echt aus wie dieses eine Ödland aus Final Fantasy 16. Und da ist er. Ist so komisch, den mal bei Tag zu sehen, weil im Original war immer Nacht. Wir sind da. Das dort ist Kosmos. Meine wunderschöne Heimat.
Das haut mich echt um. Ich kann die Planetenkunde schon meinen Namen rufen. Dann folgen wir dem Ruf mal. Ich frage mich, wie ein Bogenhagen aussieht. Ein Charakter, den wir ja leicht treffen werden. Ich konnte mir noch nie so einen Reim drauf machen, was genau der darstellen soll. Deswegen bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Den Namen finde ich immer noch geil. Bogenhagen. Der sah aus wie so ein alter Mann, der irgendwie auf so eine... Der war immer am Schweben und der hatte irgendwie keinen Unterleib irgendwie. Ich dachte immer, der ist irgendwie so ein alter Mann, der auf so eine Kristallkugel die ganze Zeit am Rumschweben ist. So sah er jedenfalls für mich aus, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was der eigentlich darstellen sollte. Er sah immer aus wie so ein schwebender Opa, der keine Beine hatte und einfach durch die Gegend geschwommen ist. Deswegen bin ich mal gespannt, wie der hier aussieht. Parkour Nummer 5, boah. Gibt noch 3 Stück von denen. So. Wir finden mal einige Sachen über Red raus, was auch nicht schlecht ist, ne? Da freue ich mich auch schon. Habe schon den Titel von diesem Kapitel gelesen, der Wächter des Tals oder so, ne? Der Hüter des Tals, ne? Und ja. Ich weiß genau, worauf die schon damit hinaus wollen. Vermisst? Nanoki. Oh. Wir haben uns ja solche Sorgen um dich gemacht. Es geht dir gut. Was für ein Glück. Ja. Pass auf. Na, dann geh am besten gleich mal zu Meister Bogenhagen. Leute haben mir hierher zurückgeholfen. Ihr könnt sie also ohne Sorge durchlassen. Was war das denn gerade? Na, habt ihr mich denn auch alle vermisst? Ist er nicht niedlich? Na, hin und wieder hat er ja mal so gesprochen, ne? Entschuldigt, kleine Formalität. Die hier hat ein Luftschiff heute Morgen verteilt. Das sind wohl die Verantwortlichen für die Reaktorexplosionen in Midgar. Aber ihr scheint mit der ganzen Sache nichts zu tun zu haben. Und Nanaki vertraut euch. Ihr dürft also rein. Ja, genau, die wurden ja geändert. Willkommen im Cosmo Canyon, dem Zentrum der Planetenkunde. Alles klar. Aber BDK-Gegner, alles klar. Hier sind wir so schön, die ganzen Musikstücke hier zu hören in HD. Geremixed und also was. Ja. Reds Name ist Nanaki übrigens. So ganz nebenbei, ne? Hojo hat ja Red hier diesen Namen gegeben, Red 13, also der war ja hier ein Forschungsobjekt von Hojo, diesem verrückten Wissenschaftler. Keine Ahnung, im Original hört sich das Musikstück viel epischer an. So viel so Ehrfurcht. So viel Ehrfurcht. Ehrfürchtiger irgendwie. Ja. Da sollte ich mal irgendwie einige Musikstücke ja mal so reinschneiden. So im Vergleich irgendwie. Über Turks Thema zum Beispiel oder so. Weil einige Stücke finde ich klingen immer noch besser im Original. So, da bist du schon wieder, Chatley. Tries. Warte mal, hier haben wir ja schon was. Nö. Gut, machen wir weiter. Wir müssen zu Bogenhagen gehen, ne? Folge Red.
Ja, ich bin mal gespannt, wie der jetzt aussieht. Was denn als Touristen? So, hier sind BDK-Gegner, aber ein 7 oder ein Fragezeichen, das sind 7, ne? Lass mich mal kurz hier ausruhen. Ich finde das so gut, dass der alles umsonst ist. Ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Geld anfangen soll in diesem Spiel. Ich tue selten was kaufen oder so. Ich brauche irgendwie Geld für gar nichts. Das ist genau das Gegenteil von Final Fantasy 13. Du Geld für alles brauchst. Oh, neues Notenblatt. Vielleicht. Ja. Two legs, nothing to it. Oh, ich weiß, glaube ich, was das für ein Lied ist. Dieses witzige Lied. Genau, da gab es hier so Räume. Kommen mir alle bekannt vor, die Räume hier. Schön. Also, das ist so ein Touristenplatz hier irgendwie, ne? Habe ich gar nicht so den Anschein gehabt. Im Original hat er irgendwie, der Cosmo Canyon hatte irgendwie so ein abgelegenes, sowas abgelegenes an sich, ne? So ein fast schon so ein heiliger Ort, den irgendwie nicht jeder betreten darf oder so. Der irgendwie von abgeschieden von der Zivilisation ist. So, oh, gelbe Materie. Chakraten. Okay, Chakra brauche ich jetzt nicht. Warte mal, Tifa nicht schon ihr Chakra hier hochgelevelt vollkommen. Genau, ich habe da irgendwas, ich habe irgendwas anderes gegeben dann, ne? Genau, präzise Abwehr. Ja, natürlich lieber präzise Abwehr. Ne? Chakra, ich benutze das sowieso nicht. So hin und wieder mal so im Notfall oder so. Habe ich das mal benutzt? So, hier bin ich irgendwie falsch anscheinend. Schön sieht der Ort aus. Ich muss mal da hoch. Genau, ja, genau, hier ist dieses Lagerfeuer, ne? Ja. Kam am Ende des Originals. Bevor man den Canyon wieder verlassen hat, haben sich die ganzen Truppmitglieder da versammelt und sich unterhalten. So, jetzt würde ich aber gerne mal wissen, wo ich hin muss. Da müssen wir hin, ne? Genau. Das ist genau wie im Original, aber auch so eine Treppe, genau. So, Weapons. Materia. Kann ich behilflich sein? Warum sind alle Shopkeeper ja so nonchalant irgendwie. So, Kunden. Na dann, vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Ja, komm, geh weg, du. Kannst du das Wagen in meinen Laden zu shoppen? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Natur diese Höhle so geformt hat. So, Schreckensarmreif. Sollen wir vielleicht einige von den Dingern holen, ne? Aber ich bin zu knausrig. Niemandem damit Unrecht antun kann. Und wer weiß, vielleicht kommt irgendwann voll die Endgame-Quest, wo ich irgendwie Dutzende Gil brauche, ne? Ich weiß es nicht. Wir kommen ja noch durchs Spiel, ne? So, oh, BDK-Karten. Ja, damit. Küss mich. Ja, dafür gebe ich doch Geld aus. Dafür, ich muss noch so viele BDK-Karten kaufen. So, warte mal, wir tun uns mal hier so ein bisschen eindecken. Echo-Schirm, Jungfangkurs für Frosch. Na, weiß er nie, ne? Zustandsveränderungen in diesem Spiel sind irgendwie nicht so dramatisch, finde ich. Da kann ja nicht schaden, so ein paar Sachen zu haben, ne? Nur so zur Sicherheit. Jo. Warte mal hier, Kraftreif. Ohrring. Die Magie um 5.
Aber schade, hat nicht wie im sechsten Teil ist, ne? Wenn du zwei Ohrringe ausrüstest, dann bekommst du einen größeren Bonus. Das fand ich immer cool. In dem sechsten Teil zweimal Ohrringe ausrüstest, den neuen in dem Accessoire-Slot. In beiden Seiten, da kriegst du einen Bonus. Also halt zwei Ohrringe trägst, ne? Hey, yo. Ich bin in diesem wunderschönen Dorf geboren und aufgewachsen. Ich hätte ein Hüter dieses Tals werden sollen, aber stattdessen wurde ich von Shinra verschleppt. Meine Schuld ist beglichen. Nun will ich wieder meinem Dorf und seinen Leuten dienen. Ich danke euch für eure Hilfe. Von Herzen. Du wirst uns ganz schön fehlen. Ach, jetzt sag doch sowas nicht. Sonst fange ich noch an zu heulen. Wisst ihr, dieses Dorf hier zu beschützen, das ist mein Schicksal. Du kleiner Schlingel, hast uns hinters Licht geführt. Ich wollte einfach nur nicht, dass ihr mich wie einen Hund behandelt. Oh, Nanaki! Opa! Okay, hab schon gesehen. Der ist echt auf eine Kristallkugel am Fliegen. Hieß das Lebewohl? Solange wir hier sind, treffen wir ihn bestimmt nochmal. Wichtiger ist jetzt, warum wir hergekommen sind. Um etwas über den Planeten zu lernen, nicht? Und für ein paar Materia natürlich. Also ich werde... Boah, jetzt habe ich leider schon ein Bild von denen gefunden, online. Wie der aussieht. Ich wollte eigentlich den sein. So, na, das ist kein Bild, verdammt. Ja, vielleicht schneide ich das hier noch rein, ich weiß ja nicht. Wenn man eine Notiz oder so, ne? Ich will jetzt so ein kleines Bild hier rein schneide von denen. Wieder mal seht, wie der aussah im Original. 7:27. So. Dann seht ihr mal, wie der so aussah. Ne? Ich habe jetzt hier nur so eine Internet-File gefunden, aber die kann ich nicht einpacken in mein Stream-Programm. Muss ich da mal so ausgehen, weil ich versuche dran zu denken. Wenn ich mal, wenn wir mal sehen können, wie der aussah im Original, ne? Weil das war noch ein bisschen, weiß ja nicht. Da müssen wir noch ein bisschen kreativ sein, so, ne? Um herauszufinden, wie der aussah und der darstellen soll, ne? So, da war jetzt Red. Der Planet spricht zu uns. So, Red hat sich verabschiedet von unserer Gruppe, ne? Ist aber immer noch da. Hm. Aber nicht da. Das müssen wir so oder so weiterspielen, ne? Anscheinend, ich glaube, wir können sowieso nicht weg, ne? Hm. Gucken wir mal. So, oh, Rico. Aua, Mann. So trifft man sich wieder. Wie wäre es mit einem Foto, wie du zum Planeten betest? Das ist wie ein Genshin, wenn du ein Relikt am Ausrüsten bist. Ist berühmt für die klare Sicht auf den weiten Sternenhimmel. Ich bin natürlich bestens ausgerüstet für die Nachtfotografie. Heute bleibe ich so lange wach, bis ich das. Soll echt mal mehr Fotos machen, ne? Sag Bescheid, falls du einen schönen Ort für Fotos kennst. Soll wirklich mehr Fotos machen, ne? Vom Cosmo Canyon irgendwie so. Das weiß auch nicht mehr. Atemberaubende Landschaft. Wir Kinder des Planeten können immer da. Okay. So, ich habe gesehen, der ist gerade ein Aufzug hier. Oh, ist das hier schon? Dun, 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 dun. So. Mir gefällt zwar dieses Schwert, aber ich würde mal langsam mal wieder ein anderes ausrüsten, wenn ich ganz ehrlich bin. Das Panzerschwert hier, wenn er mal 5 Slots hätte, ne, wäre natürlich gut. Hm. Mich hat irgendwie gestört, als ich in dem einen Intro hier, in dem letzten Intro hier irgendwie Cloud irgendwie mit diesem Schwert gesehen habe, ne. Ich kann mir Cloud nichts mit was anderen vorstellen als mit dem Panzerschwert, ne. Aber das Schwert ist halt gut. So, das hat aber bessere Werte.
Oder soll ich mich darauf festlegen, eine weniger mitzunehmen? Oh, Feindestechnik ist maximiert sich gerade. Cool. Kraft, Analyse. ATB-Boost, das benutze ich sowieso nie. Komm. Nochmal mit dem Panzerschwert rum. Der hat nur sogar stärker, mein Gott. Oh Gott, laufen wir mal wieder hier mit rum. So, vorsichtig. Und ja, ist kaputt, wir sind Gäste hier. So, warte mal hier drin. Ja, ich glaube, ich weiß, wer da ist. Hier ist der Zutritt verboten. Wir dürfen niemanden reinlassen. Ja, ich weiß, wohin das führt. Viele Wertsachen aufbewahrt. Oder auch nicht. Ich habe gedacht, da wäre ein Ort, wo wir später noch hingehen müssen. Aber ich weiß, was hier noch kommt. Ich bin überrascht, wie viele Sachen die noch nicht ausgelassen haben in diesem Spiel. Ne? Ich habe ja vor ein paar Jahren noch Dragon Ball Z Kakarot gespielt, ne? Und da war ich irgendwie schockiert, dass die einige Sachen so rausgelassen haben, wie zum Beispiel ein Final Flash von Vegeta, ne? Von allen 10 haben sie die irgendwie rausgeschnitten, ne? Ich meine, die waren sehr detailreich über das gesamte Spiel, aber hin und wieder kamen so ein paar Sachen, die rausgelassen worden sind. Ich kann mich hier an keine Szene erinnern, die wichtig war und die sie ja ausgelassen haben bisher. Bis jetzt haben. Ich fand, bisher war alles drin, was im Original auch drin war. Ein bisschen verändert vielleicht hier und da. Mit der Erlaubnis von Meister Bugenhagen rein. Er besitzt den Schlüssel. Ich meine, einige Sachen haben sie natürlich verändert und so, ein bisschen erweitert und all sowas, aber so richtig irgendwie gedacht, so oh, dieser geile Moment, den haben sie ausgelassen, aber oh, ich bin enttäuscht. Gab es bis jetzt noch gar nicht, fand ich. So. Was machen die da im Treppenhaus? Ich höre nur irgend so ein Kind so wie so eine Sirene. So. Ja, neu aufgestiegen hier. Gigaspray. Okay. Was machen die? Ich höre die ganze Zeit so Mein Gott, ist sehr viel größer. Da sind sie ja schon, Opa. Ho, ho, ho. Nanaki hat mir alles über euch erzählt. Ich bin Bugenhagen. Ich unterrichte hier im Tal Planetenkunde. Man könnte sagen, ich weiß ein bisschen was von der Welt. Was heißt ein bisschen? Richtig gut kennst du dich damit aus, Opa. Ho, 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 ho. Naja. Besser vielleicht als ein Jungspund wie du. Ich bin schon 48, falls du es vergessen hast. 48? Ja. Nanakis Spezies. Ja. Wird sehr alt. 48, ich glaube 45. Ist er 15 oder 16 Jahre alt. Ja. Ich bin erwachsen. Alt genug, um dich und das Tal zu beschützen. 45. Im Original ist er 45. Als mein feiger Vater. Lanaki, sag, hast du eigentlich allen im Tal schon von deiner Rückkehr berichtet? Noch nicht. Mach ich gleich. Entschuldigt das. Wollt ihr euch drinnen mal umsehen? Das war eine die Stimme, die ich irgendwie gedacht hätte. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was ich mir irgendwie vorgestellt habe, wie er klingen würde, ne? So, sind die beiden jetzt da angegangen, weil die mein Team waren? Nee, gar nicht. Warum ist mein Team Barrett und Tifa? Ich hatte doch Aeris und Red drin, ne? Warum wurde dann Aeris rausgenommen? Was? Verstehe nicht. So, ja, Red beziehungsweise Nanaki ist 48, aber in Wirklichkeit 15 oder 16 Jahre alt. Ja, in Menschenjahren. Und ja, wir hatten feigen Vater, wie man gerade gehört hat. Mehr dazu noch später. Und ja, Bogenhagen tut wirklich auf eine Kristallkugel schweben.
Planetenkunde. Alles klar, cool. Dann sag mal. Hier wird das Wissen über den Planeten. Klingt sehr viel aufgeweckter, als was ich mir vorgestellt habe. Aber an dieses Ho, 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 kann ich mich nur erinnern. So, ich ziehe mir da jetzt ein Ding raus. Ho, ho, eine falsche Berührung und alles bricht zusammen. Tut mir leid. Bücherberg. Das war sogar meine Aufgabe. Wir kommen gleich. Ich glaube, wir kommen auch noch ein paar coole Szenen, ne? Und der umliegenden Planeten. Und der ganze Staub repräsentiert wohl die Menschen. Sind nicht sehr überzeugend. Hier haben wir das kristallisierte Gedächtnis unseres Planeten. Das geheimnisvolle Funkeln hat etwas ganz Besonderes, nicht wahr? Okay, wie ist Shinda hier noch nicht einmarschiert und hat irgendwie alles auseinandergenommen? Sieht ja voll aus wie eine. Sieht ja voll aus, als könnten die irgendwie voll Gewinn machen. Meister Bugenhagen und auch wir haben uns große Sorgen um Nanaki gemacht. Oh. Das ist Nanaki in jungen Jahren. Kaum wieder zu erkennen, was? Nichts als Unfug hatte er damals im Kopf. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Ding war im Original, dass er irgendwie so eine höhere Stimme hatte ab und zu. Wie gesagt, aber auch jetzt wieder hier so eine kleine Andeutung hier, dass Nanaki jünger ist, ne? Und er irgendwie manchmal so eine hohe Stimme hat, ne? Ja, das Spiel natürlich wieder auch irgendwie, konnte sich nicht zurückhalten, musste irgendwie so ein paar Sachen foreshadowen, ne? Ich weiß gar nicht, wie das im Original war. Ob es da auch irgendwie so Anzeichen gab. Das ist einer der ersten Makrodetektoren, die es je gab. Bei dem Spiel tut sich Red sehr oft ein bisschen kindlich hier aufführen. Hin und wieder. Ist allerdings nicht mehr hier auf dem Schiff zum Beispiel, beim Kartenspielen und so. Ne? Also, hier gab es schon sehr viel mehr Anzeichen dafür, dass. Etwas Geduld, bitte. Dass Red vielleicht so ein bisschen kindlicher ist, ne? Aber im Original war noch nicht so offensichtlich, glaube ich. So, oh, kommen wir zum Planetarium jetzt. Ich glaube, darum ist das Planetarium, ne? Kommt vielleicht eine coole Szene. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon kam oder ob die später kam, weil irgendwann später kommt man auch noch. Ich glaube, dieses Lagerfeuergespräch, was ich gerade angesprochen habe, da kommt auch ja so sehr viel später, wenn man zum zweiten Mal oder so den Cosmo Canyon besuchen muss. Das hier ist das Modell eines Generators. Die Windkraft wird genutzt, um neue Luftströmungen zu erzeugen. Die echten gibt's mittlerweile ja in allen Ecken der Welt. Cloud voll beeindruckt und interessiert, wie immer. Dun, 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 dun. So. Das ist das Teleskop, das wir gesehen haben von draußen. Wenn wir hier nicht irgendwann mal eine Waffe für Red bekommen, dann weiß ich auch nicht, ne? Mal kurz gucken. Ja, ist immer noch Red 13, ne? Dann schauen wir mal das Teleskop an. Oho, das weltgrößte Teleskop. Kein anderes Gerät kann die Bewegung der Sterne so präzise erfassen. Eigentlich gibt es keinen schöneren Blick auf den Sternenhimmel. Nur die Linse müsste mal wieder sauber gemacht werden. Tut mir leid. So, was denn noch? So, ich könnte mal nicht auf alles, ne? Aber habe ich irgendwas verpasst. Okay. Komm ich aber da runter? Ja.
Din, 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 din. Alles klar. Mir ist langweilig. Mach was. Mach was Lustiges, Opa. Schon wieder? Oh. Was ist los? Diese Stimme. Das ist der Schlag. Mein Controller ist voll am. Mein Gott, mein Controller ist am pulsieren. Nur allzu oft. Dank diesem Sprachrohr können wir seine Stimme aus den Tiefen des Erdreichs hören. Das ist nicht die Stimme des Planeten. Das sind die Armer, seine Wächter. Oh, du scheinst dir da ja sehr sicher zu sein. Weil wir sie selbst gesehen haben. In den Reaktoren in Gongaga und Coral. Sie sind riesig. Ho, ho, ho. Also waren da zwei verschiedene? In der Tat überaus interessant. Doch, es könnten auch Illusionen als voll. Ich fange langsam an zu glauben, Armas sind anders als die Weapons. Damit ist nicht zu spaßen. Die Weapons sind noch mal irgendwie separate Wesen dann. Ho, ho. Verstehe. Verstehe. Es ist völlig offensichtlich, dass euch selbst die grundlegendsten Kenntnisse der Planetenkunde fehlen. Ja, ja. Doch das lässt sich ändern. Folgt mir einfach. Okay, ja, da ist der Raum. Auffrischung im Planetenkunde. Jetzt lernen wir so ein bisschen was. Über die Lore und so, ne? Und das Worldbuilding hier. Genau, diesen Raum. Im Shinra-Gebäude besitzen sie ein wesentlich neueres Modell. Doch das hier ist das von mir gefertigte Original. Ich meine, im Original, je nachdem, wen man hier dabei hat, gut, in der Gruppe, dann wollen wir mal. Haben die andere Reaktion und so, ne? Aber hier hat man ein festgelegtes Team anscheinend. So. Also sind das die gleichen Planeten? Oh, gerenderte Cutscene. Wie schön. Ho, ho. Es kommt doch besser. Oh, seht nur. In unseren Lehren geht es um den Planeten und seinen Platz im Universum. Es geht um die Lebewesen, die den Planeten bevölkern und ihre Verbindung zueinander. Das hier ist unser Planet, unser Zuhause. Ja, ja. Er bietet uns alles, was wir zum Leben brauchen. Auf ihm wurden wir geboren. Und eines Tages werden wir auch auf ihm sterben. Wisst ihr, was dann mit uns geschieht? Unsere Körper zerfallen und kehren zum Planeten zurück. Doch was denkt ihr geschieht mit unserem Bewusstsein, unseren Seelen? Auch sie kehren zum Planeten zurück, genau wie unsere Körper. Einträchtig vereint. Kreisen sie von nun an um den Planeten. Sie kreisen, konvergieren, divergieren und bilden das, was die Menschen als Lebensstrom kennen. Wie der Name vermuten lässt, ist der Lebensstrom die Lebensader des Planeten. Seine ganze spirituelle Energie fließt in ihm. Damit der Planet weiter bestehen kann, benötigt er genau diese spirituelle Energie. Falls sie eines Tages komplett aufgebraucht sein sollte,
sehr schöne Cutscene. Sehr ähnlich wie im Original. Damit kennt ihr nun das Fundament der Planetenkunde. Verbrauchen wir Marco, nehmen wir dem Planeten seine Lebensgrundlage. So ist es. Wer die Energie. Oh, wenn Barrett hier los gewesen wäre, der hat einen Wutanfall bekommen. Dann kann sie nie wieder in ihn zurückkehren. Sie wird von den Maschinen verschlungen und verschwindet einfach. Sind Sie sich da ganz sicher? Könnte es nicht sein, dass sie in den Lebensstrom zurückkehrt und dort eine vollkommen andere Gestalt annimmt? Was meinen Sie? Interessant. Ja, eine neue Theorie. Vielleicht wäre es gut, wenn du an unserem Seminar teilnimmst. Sie haben gerufen? Seid so gut. Führ die junge Dame doch bitte zu unserem Seminar. Hier entlang, bitte. Gut. Mich auch. Mich nicht. Cloud. Also im Original konnte man ja immer nur mit drei Leuten durch die Gegend rennen, ne? Mit Cloud und zwei anderen Leuten, ne? Ich meine, wenn man Yuffie zum Beispiel mitgenommen hat, dann sieht man auch nur, wie sie irgendwie wie so ein Planet an ihr so vorbeizieht oder so. Ich glaube, das ist irgendwie nur bei Yuffie oder ich glaube bei Barret auch oder so. Je nachdem, welche Charaktere man bei hat, tut sich die Szene so ein bisschen verändern, glaube ich. Aber hier hatte man festgelegtes Team. Verschwindet das Leben auf dem Planeten, verschwindet auch der Planet. Wie können wir das verhindern? Sollten wir die spirituelle Energie stärken? Woher soll ich das wissen? Verzeih, doch ich habe das Gefühl, dass mein Wissen erschöpft ist. Diese Situation ist neu für mich. Früher hatten die Menschen keinen so großen Einfluss auf den Planeten. Menschen ändern sich und der Planet ebenso. Auch die Wissenschaft muss es tun. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Dass ich nie alles über den Planeten wissen werde, macht mich traurig. Interessiert ihr euch für die Planetenkunde? Dann solltet ihr unser Seminar besuchen. Dort lernt ihr alles, was es zu wissen gibt. Alles klar. Ich liebe den Planeten. Barret hat sich wahrscheinlich schon längst angemeldet, ne? Warum ist er eigentlich nicht hier, ne? Ja, das kann ich ja noch verstehen, ne? Sie ist ja voll im Einklang mit Planeten und so, ne? Aber warum tiefer ihr, das verstehe ich nicht. Wie wird hier mehr Barret passen? Aber ich sag ja nichts, ne? Lass mich erst mal gucken, wie ich wieder dahin komme, ne? What? Also irgendwie außerhalb. Vielen Dank, dass ihr euch so gut um Nanaki gekümmert habt. Meister Bugenhagen hat mir mitgeteilt, dass ihr alles mitnehmen könnt, was ihr auf eurer Reise braucht. Oh, geil. Schaut euch doch gerne einmal in Ruhe um. Okay, wo? Komm, komm, komm. Gib. Oh. Ja. Nice. Da sage ich doch nicht nein. Weil das finde ich voll fein. Na, zeig mal, was da drin ist. Eine Waffe mindestens. Komm. Morgen mit ein. Na. Okay, zweite Truhe. 5000 Gilde, alles klar. Besser. Muss ich sagen. Aber da ist noch Luft nach oben. Muss ich sagen. Dabei ist hier die gleichen Dinger gewesen, die beiden Eingänge hier. Da, Kosmodit. Nee, hier geht's gar nicht nach oben. Oder?
Ich treffe jetzt eine Lüge. Jetzt bekomme ich ja die ganze Zeit neue Materialien. So, da ist unser Jackpot. Da sehe ich schon, was Lilan ist. Wenn das nicht eine Waffe für Red ist, dann weiß ich auch nicht. So, komm, Jackpot. Kristallmegafon. Waffe für KZF. Okay, bitte 5 Dinger, jawohl. Und das hat alle Werte sogar besser. Aber die anderen beiden sind aber auch nicht, sind aber auch echt nicht gut, sehe ich gerade. So, materiamäßig, okay, cool. Mori setzt zufällig eine Esper-Fähigkeit bei ausgerüsteten Beschwörungsmaterie ein. Okay. So, dann kann ich dir, warte mal, was habe ich von Cloud gerade weggenommen? Das passt ja eigentlich perfekt. Was habe ich denn gegeben? Ich weiß es nicht. Schau mal, Widerstand hier. Toxin, Gestein. Ich habe doch, glaube ich, ihnen irgendwas hier gegeben, ne? Versiegelung. Hat auch, ne? Versiegelung. Ja. Fangen wir mal das hier rein. Ne? Ah, oh, das Ding so weit verbunden sich gerade. Boah. Boah. Gibt es da jetzt nicht? Ja. Nichts mit 4 Dingern. Korallenarmreif. Verlierst ein paar Verteilung, aber egal. Da ist er alles auch nicht. Verbunden sehe ich gerade. Okay, warte mal hier. Sparsamer Kampfmagier. MP-Verbrauch von Angriffsmagie. Das ist nicht schlecht. Sparsamer Heiler. Hm. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn bauen soll. So, was ich mit ihm anfangen soll. So wertemäßig und so. Wird ich mir später Gedanken drum machen, ne? Also weniger MP verbrauch bei Angriffsmagie oder Heilmagie ist eigentlich nicht schlecht, ne? Hey, guck mal da. Ein Red. Ich weiß nicht, ob es der Red ist. Hallöchen, ne? Ich muss schon sagen, das ist genau verbunden, ne? So, gucken wir mal. So, was müssen wir jetzt machen? Red finden. Beziehungsweise Nanaki. Ich sehe ihn trotzdem weiter Red, ne? Wo genau ist er denn jetzt hin? Gott, kann ich ja wieder zum Anfang noch mal hier irgendwo, gibt es irgendwo einen Eingang? Muss ich mal zum Eingang? Nein, boah, finde ich ja nie im Leben hier raus. So, guck mal, jetzt wird es auch dunkler, glaube ich, ne? Oder bin ich mir nur ein? So, aber das Spiel mit Tag-Nacht-Zyklus, ne? Stellt euch das mal vor. Wäre ich gesagt nicht schlecht, ne? Können da dann so wie in GTA machen, ne? Wenn du irgendwie eine bestimmte Tageszeit zu bestimmten Szenen im Spiel hast, dann weiß ich nicht. Dann ändert sich die Tageszeit, ne? Oh, okay. So, Juffi. Ah, meine Leute sind alle hier. All unsere Gedanken sind Teil der. Nicht eine einzige echte Materie hier. Ich habe eine gefunden gerade. Guckst dich nicht genug um, Juffi. Ist schon nicht das erste Mal passiert. Nicht eine einzige echte. Von diesen Planetenkundlern ganz zu schweigen. Was für eine Art. Ganz schön zickig heute, Juffi. So, wo sind meine? Hat mir euer Kommen angekündigt. Über eine Teilnahme am Seminar würden wir uns sehr freuen. Ich bringe euch gerne hin. Okay, warum kriegst du? Ich bringe euch gerne hin.
Aber ich glaube, da kommen wir heute nicht mehr zu, ne? Na, ich suche meine anderen Leute hier. Wie finde ich hier niemanden? Ist das der gleiche Aufzug, von dem ich gekommen bin? Sieht irgendwie anders aus. Sollen wir noch einen BDK-Gegner hier erledigen? Okay, ich kann verstehen, warum Yuffie das vielleicht ein bisschen nervig findet. Ja, diese Atmosphäre habe ich irgendwie so gar nicht im Kopf gehabt hier im Cosmo Canyon. So. Haben wir hier noch alles? Ach, hier sind wir wieder. Da laufe ich extra so rum, denke irgendwie, ich finde irgendwie meine Leute hier, aber nirgendwo ist einer. Ja, aber Karte verzeichnen? Nee, ne? Na gut, dann würde ich aber sagen, das war's für diese Folge, ne? In der nächsten Folge gehen wir weiter den Cosmo Canyon hier erkunden und die Story fortsetzen, ne? Gut. Alles klar, ich weiß nicht, ob ich hier noch rumlaufe. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.